Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Astro. Letzte Folge haben wir hier den Reaktor so ein bisschen aufgestockt, umgebaut, wie auch immer gebaut. Heute würde ich mich ganz gerne mal mit diesen Induktionsmatrix, Speicherstrom, irgendwas Gerätin von Mechanism befassen, weil die ja doch ganz krass sein sollen. Ich würde da gerne mal reingucken, weil ich finde Multiblock-Strukturen zum Stromspeichern ein bisschen einladender, als mir so eine Armada aus Energy Cells zu bauen. Vor allem, weil die ja auch nur so eine begrenzte In-Out-Leistung haben. Und das Ding kann man ja auch nach oben hin noch weiter erweitern. Genau, weiter erweitern. Bestes Wort auf jeden Fall. Aber eigentlich auch richtig. Genau, da müssen wir mal schauen, wie das denn so geht. Und dafür würde ich mir ganz gerne hier zur Sicherheit nochmal zwei Stack-Stahlbarren herstellen, weil wir haben es ja, ne? Wir sind ja nicht so arm, ne? Wir können es halt leisten. Genau, Sauerstoff auf den Mond, auf Mars bringen, wäre auch mal nochmal so eine Maßnahme, die man mal treffen könnte, vielleicht. Demnächst, irgendwann, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal brauchen wir jetzt hier tonnenweise Energietablets. Das habe ich schon gesehen. Weil jedes Gerät dafür braucht, glaube ich, einen. Zur Sicherheit hätte ich fast gesagt, meißen wir mal direkt auf die nächste Ladung von den Dingern. Ach, guck an. Ist sogar schon vorbereitet. Schön, schön. Da rein. Dann brauchen wir erstmal diese komische Basis-Induktion. Wir brauchen Induktionszelle und Induktionsprovider. Und diese komische Basiszellen. Haben irgendwas geschickt und meine kleine Pizze macht hier gerade irgendwelchen Spökes und ich kann jetzt nicht gucken, was sie macht. Katze, wenn du mich hörst, sei brav. Hör auf, da irgendwas machen zu wollen. So, die Induktionszelle braucht. Und der braucht. Die brauchen beide denselben. Okay. Das heißt, wir stellen uns schon mal zwei davon her. Dann brauchen wir diese Induktionszelle. Lithiumstaub. Okay. Das sieht doch anders. Oh! Nein! Nein! Was ist das denn? Wieso habe ich kein Lithium? Kann ich das bitte sagen? Bitte, sag mir, dass ich das pulverisen kann. Putz, Junge, putz. Nimm das Spiel, nimm das. Ah, geil. Erfolgreich eine komplizierte Mechanism-Aufgabe umgangen. Check. So, das ist alles da nicht rein. Flupp, war mir ja jetzt irgendwie klar. Jetzt haben wir den komischen Basis-Induktionszelle und jetzt brauchen wir den komischen Induktionsprovider und jetzt brauchen wir einen Lithiumstaub. Das müssen jetzt uns irgendwo ein Lithium besorgen. Aber ich weiß tatsächlich, wo ich eins finden könnte. Nämlich in unserer komischen Mine da unten. Da, falls das Spiel nicht sich aufhängt, dürfte tatsächlich ein bisschen Lithium irgendwo rumgammeln. Jo, Alter, wie es am Lecken ist, ey. So. Weiß zwar nicht, wie das genau aussieht, aber ich meine, hier wäre welches gewesen irgendwo. Bleierz. Komm, Lithium, zeig dich. Lithium. Lithium, wo bist du? Lithium. Das da? Das ist Bohrerz. Okay, wir kommen in Sachen näher. Blei. War ja klar. Was jetzt hätte, dass ich irgendwann mal hier unten rumschwirbe. Na, rumschwirbe vor allem. Umschwebe und Lithium suche. Hätte ich auch verfolgt gehalten. Ah, komm schon. Lithium, Bleierz, Uranerz, anderes Erz. Mann! Ist ja klar, weißt du, wenn man es einmal braucht, hat man nichts mehr davon auf Lager. Und es ist auch nichts mehr hier. Nirgends. Das kann sich doch keiner ausdenken. Weil es kann sein, dass Lithium auch einfach höher wächst. Vor allem wächst es bestimmt auch. Das entsteht bestimmt einfach irgendwie. Ja. Netter Versuch. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Okay, Plan B. Ich weiß, dass wir in der Hölle so ein Gerät namens Digital Miner stehen haben. Dieses Gerät könnten wir uns jetzt mal eben kurz beschaffen. Weil das dürfte ja mittlerweile fertig sein, weil wir haben 800 Manually und Adaitbaren zusammen. Und ein halbe Tausender Stack von Quarzblöcken. Also diesem Quarzerzblöcken.
Und das heißt, diese Kiste hier ist sowas von overpowered und definitiv fertig. Falls es nicht so lenken würde, kann ich das auch sehen. So, die Kiste ist sowas von fertig. Das heißt, sowohl Kiste als auch das Farming-System können mit. Also das können wir stehen lassen. Dann können wir direkt nach Home teleportieren. Und dann stellen wir den einfach jetzt irgendwo hin. Und nutzen die dann immer dann, wenn wir irgendwas wirklich brauchen. Also, wenn wir Sand farmen können, dann stellen wir einfach in die Wüste rein. Hat der, glaube ich, schon jemand gesagt. Müssen halt nur gucken, wo wir dann das ganze Erzgenöse hin tun, weil. Schwierig. Und was ist mit der Welt los? Ey, was ist. Heute lädt alles 2 Stunden. Was ist los hier? Mann! Mach mich nervös. Katze, lass mein Zimmer stehen. So. Jetzt muss ich nur gucken. Lizzy. Floyd! Aber wie schreibt man Lithium zur Hölle? Da ist es doch, Lithium. Nuclearcraft. Ohr Lithium, okay. Konfigurieren. Neufalte Ohr. Ohre Lithium. Lithium, perfekt, das haben wir. Die können ja alle raus, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Radius 20, mindestens maximal, haben wir 70. Check. So, so, bauen wir zusammen. Wie ging das nochmal? Gott, wo muss die Kiste dran? Ach, genau, ich hatte nicht nur 3 Kabel, das ist das Problem. Deswegen war das hier so ein klein bisschen zerlupft gebaut. Macht aber nichts, klappt trotzdem. Ich weiß nicht, ob der jetzt schnallt, wo er hier den Input reinbekommt. Deswegen sage ich es ihm einfach. So. So, du bist noch nicht an, ne? Start, 200. Okay. Also es baut ja die langsam ab. Das heißt, die müssen jetzt auch gleich unten bei uns ankommen. Nein, es wird Sinn. Ernsthaft? Da ist eins. Ha! Easy, Bruder, easy. Ist nur scheißegal, weil das nützt mir eh nichts. Nützt mir eh nichts, egal. Ach, Mann. Das bringt mir halt nichts, wenn ich das halt mitnehme, weil. Ja. Okay, es wird pulverisiert, das heißt. Warte. Pulverisiert, das heißt, es kommt hier an. Nein, komm. Der da. Perfekt. Perfekt. So. So, jetzt haben wir schon mal diese Dinger. Induktions-irgendwas. Induktionsport, da brauchen wir Elite-Partner irgendwas, Dinger. Okay. Und wir haben das sogar alles noch auf Lager. Ich bin begeistert. Was ist los hier? Induktionshülle. Okay, das ist schon wieder so ein etwas anspruchsvolleres Crafting-Rezept, weil teuer. Wer denkt sich sowas aus? So. Was kann er eigentlich schon speichern? Output. 64 Kilojoule. Pff, Junge. 1 Gigajoule. 40 Kilojoule hört sich jetzt nicht sehr viel an. Wenn man ehrlich ist, hört sich das gar nicht viel an. Habe ich noch Energietablets? Natürlich nicht. Warum frage ich überhaupt so blöd? Hätte man sicher denken können. So, neuer Versuch. Flop. 40 Stück dürfte erstmal reichen. So, jetzt, wo kommt hier Strom an? Was hab ich wieder von? Echt. Ich brauche mal Kabel. Habe ich immer noch Kabel? Hallo? Ich habe doch immer noch die Kabel hier rumfliegen, oder nicht? Na naja, okay, dann nehme ich das hier einfach. Wo kann ich denn das mal kurz anschließen hier? Bestimmt hier drüben, ne? Das verbindet sich doch bestimmt auch problemlos, ne? Ja, tut es. Perfekt. So, ich weiß, dass man das... Ach, jetzt ist der doofe Tisch hier im Weg. Man halt jetzt alles so bauen muss wie so eine Hohlstruktur, also wie eine Multiblock-Struktur, das ist echt ganz normal, ne? Da muss dieser Provider da rein und die Energiezelle selber. Ich baue einfach mal im Stil einer Durchlaufbatterie, weil. Why not? Ich weiß nicht, ob man sie noch aktivieren muss. Okay, aktiviert sie selber. Schön. Okay. Sie füllt sich, das heißt, das Konzept ist richtig. Okay, wir haben, ich weiß nicht, welche Einheiten da jetzt gezählt werden, aber
Frage ist, wenn ich sie abbaue, bleibt die Ladung bestehen? Nein. Oder? Doch, okay. Vermutlich ist die Ladung gespeichert in dem Kollegen hier, ne? Kann das sein? Ja, okay. In dem ist gespeichert, das ist gut. Das heißt, wir könnten die ganze Setup jetzt mal nehmen, auf den Mars stellen und dann schon mal laufen lassen nebenbei, dass wir da schon mal ein bisschen Strom gesaved haben. Ich überlege nur gerade, wo stellen wir sie hin, weil naja, die Kiste ist halt schon ein bisschen groß, ne? Mit ein bisschen meine ich so gefühlt 2 Kilometer. Ach genau, die ganzen Kabel waren auf dem Ding da oben bei der Plattform, ne? Egal. Mars Base setzt einen Teleport, puff. Ich hab die Kabeldinger vergessen. Mist. Ich hab die Kabeldinger vergessen, Tatsache. Lässt sich nicht leugnen und es leckt schon wieder. So. Ach, ich mach diese, wisst ihr, was ich meine? Diese Kabeldinger meine ich hier, diese hier. Wo sind sie hin? Versiegelte Flüssigkeit. Ja? Aber wo sind denn die Kackdinger? Ich hab doch welche für Strom gebaut. Oder auch nicht. Scheinbar. Ist ja auch erstmal egal, das Ding ist ja oben noch nicht mit Sauerstoff gefüllt, veranschlagt, wie auch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob der Reaktor damit überhaupt gemacht werden soll, weil es halt noch mehr Platz, den man eigentlich nicht braucht zum Leben, weil ich meine, so ein Reaktor, ja, muss nicht sein, ne? So, haben wir aber auch nur 4 von den Kabeln hier und das reicht wahrscheinlich auch nicht, um das hier aus dem Gebäude rauszubekommen. Schön. Reicht also für gar nichts. Auch gut. Ja. Dann hätte ich gesagt, ja, Schema F, wir vergraben das Ding einfach im Boden. Würde sich ja anbieten, das Ding einfach hier im Boden einzulassen. Ist nur die Frage, wie am besten. Direkt neben dem Reaktor, würde ich fast sagen. Einfach so das Ding hier so, einfach erstmal in den Boden reinstellen, wirklich. Und erstmal so sagen, so, yo, das ist jetzt erstmal da. Das läuft auch. Am besten nicht anfassen, aber es läuft. Dann bauen wir hier unsere Battery zusammen. Und das war ziemlich doof, was ich jetzt gemacht habe. Das ist nämlich völlig falsch gebaut. Weil, soll ja im Boden verschwinden. Ach nee, ist gar nicht falsch gebaut. Ah, das war richtig. Stimmt, weil das ist ja der Bodenlayer, weil da kommt ja noch eins drauf. Upsala. Hab ich falsch mal wieder nachgedacht. Genau, falsch mal wieder nachgedacht. Mal wieder falsch nachgedacht, das wollte ich sagen. So, Basis-Induktions-Provider und Dingens und Plupp und Puff und was fehlt. Ach ja, das obere Ende des Geräts. Puff. So. Pass auf, hier im Boden lassen wir unseren Stein wieder verschwinden. Sieht man nachher eh nicht mehr. Gerade beschlossen. Okay, hier sehen wir jetzt schon ganz gut. Es füllt sich ein bisschen mehr. Und wir haben also 62 Kilojoule. Nee, warte mal. Das Ding läuft gerade gar nicht. So, das Ding produziert jetzt. Das heißt, wir haben jetzt den direkten Output aus dem Reaktor in den Speicher. Wenn der auf Höchstleistung läuft, dann ist der ja bei 6, ja, knapp 7 Kilo RF. Und 7 Kilo RF sind 16 Kilo Joule. Das heißt, es ist doppelt so viel. Okay. Statistiken. Empfängt 16, 17 Kilo Output, Maße 3 mal 4 mal 3. An der Zelle ein Provider, perfekt. Gut, das heißt, das Ding ist so erstmal einsatzbereit. Definitiv. Frage ist halt nur, wie wir das Ding so ein bisschen ausbauen können, weil der Strom, der da reinkommt, ist ja so nicht der krasseste, da geht definitiv noch mehr. Aber da kümmern wir uns nicht jetzt drum, das machen wir dann bei gegebener Zeit. Ja, haben jetzt halt hier erstmal unsere Energy Cell fertig, das heißt, also das Energy Cell ist ein großer Energiespeicher. Kann man auch vergrößern, auch woanders hinbauen, wir können auch auf die ganze Station ein paar von denen verteilen, dass wir überall so einen kleinen Stromspeicher haben. Falls mal irgendwas ausfällt. Ich meine, hier sind ja eben schon ganz viele Meteoriten runtergefallen oder in der letzten Folge. Ich hoffe mal, die haben nichts getroffen, weil wäre ein bisschen blöd. Ich glaube, die zwei waren das hier. Wenn ich sonst noch gucke, da liegt einer rum. Da ist einer ganz nah eingeschlagen. Also wir müssen auch darauf achten, dass die halt nicht irgendwo in dem Gebäude einschlagen, weil da, wo die treffen, ist ein Loch. Und da stopft erstmal keiner. Das ist halt das Problem. Und da müssen wir darauf achten, dass das halt nicht so krass oft passiert. Ich weiß auch nicht, nach welchem System die fallen, ob man das irgendwie verhindern kann, dass die hier hinfallen, die Dinger. Müssen wir mal alles gucken und dann gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge oder im Stream, wie auch immer.
erstmal, bis dahin euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.